Hallihallo und willkommen zu GTA Online. Wir haben hier einen guten, sehr, sehr stilvoll gekleideten Charakter kreiert. Oleg der Ochse heißt der Gute. Und zwar habe ich mich zwar angemeldet und wollte auch loszocken, dann ist das Spiel allerdings abgestürzt. Und ich habe es erneut installiert und ich hoffe, dass es jetzt wirklich mal flüssig läuft. Ich habe gehört, okay, man kann auch eventuell dadurch, dass man die Installation, die könnte eventuell fehlerhaft sein. Und ja, dann soll man es einfach neu installieren, dann passt das schon. Wir sind hier in GTA Online, weil ich auch wirklich richtig Bock drauf hatte und weil es auch so häufig gewünscht wurde. Und ja, ich freue mich schon unheimlich auf den Modus. Ich habe es auf der PlayStation 3 so gut wie gar nicht gespielt, allerdings soll es hier auch nochmal vieles Neues geben, was es auch schon mittlerweile geupdatet wurde. Zum Beispiel die ganzen Heists und so weiter und so fort. Aber da wir erst dazu Level 12 erreichen müssen, wie ich gehört habe. Oh, wir haben $850.000. Sehr schön. Können wir uns auch direkt mal ein Haus suchen. Da man Level 12 erreichen muss, machen wir ein bisschen was anderes. Und zwar ganz klassisch, meine Fresse, was ist da denn los? Das ist irgend so eine... Ach, das ist Team Deathmatch da, oder wie? Ja gut, schnappen wir uns mal direkt ein Apartment. Ja, nee, wir gucken jetzt nicht einfach so hier rein. Ja, obwohl, gehen wir mal ganz kurz auf Besichtigung. Vielleicht geht es ja. Vielleicht müssen wir es ja nicht direkt kaufen. Hallo? Super. Gegen die Tür gerannt. Na? Okay, dann geht es wahrscheinlich übers Handy, dass man sich das anschaut. Medienunterhaltung, Finanzdienste, Reisetransporte, bla bla bla. Legendary Motorsports. Ein Auto wird auf jeden Fall auch nochmal gekauft. Hier der Centorno, der soll richtig, richtig schnell sein. Oh, der Turismo R. Schöne Karre. Der Z-Type ist ja hier auch so teuer. Na, 950.000, das geht ja noch. Teil des Business-Updates. Okay, die kam also erst letztens dazu. Chameleon. Warum ist denn das so günstig? 0 auf 105,5 Sekunden. Was kriegt denn so ein... Okay, der schafft 2,8 Sekunden. Na gut, aber wir wollen uns ja nicht nur die Autos anschauen. Ich habe auch gehört, dass man Autos, die man findet, also einfach so in der Stadt klaut, dass man die auch zu seinen eigenen machen kann. Wäre auf jeden Fall eine Option für uns. Solange wir, ja, solange ich ein bisschen mir unsicher bin, was wir uns alles holen sollen und was nicht. So, Immobilien anzeigen. Verbessertes Interieur. 10 Garagenplätze. Ja, das heißt ja, man muss eine Luxus-Apartment haben, um die Heists zu starten. Deswegen gucke ich gerade. Ich weiß noch nicht, was genau das Luxus-Apartment ist. Ach so, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr GTA Online mit mir zocken wollt, dann schickt einfach eine Anfrage an folgende Crew. So, ganz kurz. Seven, na, nicht Store, sondern... Wo sind wir? Ja, hier. Crews, Seven Deadly Sins, das sind meine Kollegen und ich. Oleg Ochsen. Da einfach reingehen, das Emblem wird auch nochmal erneuert. Da könnt ihr auch gerne, wenn ihr in die Crew kommt, Anfragen, also beziehungsweise Vorschläge senden und dann können wir auch nochmal gucken, welches das coolste ist und nehmen eins auf jeden Fall. Dieses generische werden wir uns nicht nehmen. Ja, und dann freue ich mich schon auf die ganzen Online-Partien, die mit euch folgen werden. So, Online-Apartment. Gucken wir uns doch mal eins an. Können wir es uns nicht anschauen, ohne zu gucken? Na, wie verlässt man das Handy? So. Nun gut. Ja, okay, dann gehen wir mal direkt. Das ist 1,6 Kilometer entfernt, aber gehen wir mal direkt zu einem Rennen, würde ich sagen. Ohne jetzt groß was zu speichern oder sonst was. ...84% haben einen Daumen hoch gegeben. Na? Anzahl der Runden 2. Klasse Limousinen. Ach, wir können es uns selbst aussuchen. Okay. Limousinen, was gibt's noch? Coupés, Muscle Cars. Nehmen wir Muscle Cars.
Ich hoffe, dass auch ein paar Leute jetzt kommen, dass wir nicht die ganze Zeit warten. Eigene Fahrzeuge aus. Wir haben ja noch keine eigenen Fahrzeuge. Oh, schön. Toni ist beigetreten. Level 14. Renntyp Standard. Ah, sehr schön. Da sind schon drei Leute am Start. So, einladen. Bla 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 bla. Spielen. Kann's losgehen? Ah, hier können wir uns auch die anderen... Na, Gasteinladung lassen wir an. Ach, komm schon. Wie kommen wir denn auf die rechte Seite? Okay, kürzlich beigetretener Spieler. Können wir uns... Ja, okay, hier. Info anschauen. Schauen wir uns die mal an. Das Wappen von dem Kerl sieht doch... Moment. Das sieht doch 1:1 aus wie das, was wir bei Seven Deadly Sins aktuell haben, oder? Ey, der hat es voll geklaut. Schaut mal. Hier. Na? Und das? Ey, das ist 1:1 unser Crew-Wappen. Das gibt auf jeden Fall eine Beschwerde wegen Plagiats. Wegen eines Plagiats, ja. So, würde ich mal sagen, komm, spielen wir einfach mal. Ich bin bereit. Ja, und gezockt wird das Rennen auf jeden Fall mit einem Controller. Mit Maus und Tastatur kann man ja nicht so präzise lenken, was in GTA jetzt nicht unbedingt das Wichtigste ist. Okay, jetzt ganz schnell die Fahrzeugauswahl. Was ist denn jetzt das beste Auto? Ja, ich würde sagen, etwas mit viel Beschleunigung, aber auch mit einem guten Kurvenverhalten, mit viel Traktion. Der sieht gut aus. Gewinneraktion. Ja, machen wir mal den Stinkefinger. Und gibt es den in Gelb? Jawohl, in Gelb. Ein bisschen den guten... Oh mein Gott, das ist ja sogar das Auto, was man später in der Story nochmal fahren wird. Und das wird ganz, ganz wichtig sein. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau. Das erinnert mich an Bumblebee. Natürlich ist es jetzt nicht 1:1 der Camaro und das soll auch eher der Dodge Challenger sein, aber... was ist denn jetzt los? Sind wir die Einzigen im Rennen? Ah, okay, nee, wir starten einfach nur als Letztes. Okay, gutes Gelingen. Och, komm schon. Ah, du Sau. So. In die Kurve ein bisschen enger gefahren. Ah, das, diese scheiß Autos, die... gut gedreht. Okay, dritter von 6. Okay. Oh, was war das denn? Was zur Hölle? Oh Mann, diese Kackbugs. Mann, wir waren den ersten und den zweiten so auf den Fersen. Ach, verdammt, die Karre ist... Was war denn das vorhin? Ich bin einfach auf den Boden aufgekommen, habe sogar darauf geachtet, dass ich möglichst weich auf dem Boden lande. Und dann knallt er einfach auf den Boden wie sonst was. Na. So, schneller, schneller, schneller. Wie lange geht es denn noch? Hoffentlich ein bisschen länger, damit wir die auch noch aufholen. Und überholen. Jawohl, der Erste... Nein! Du Mistsau! Hättest du nicht ein bisschen weiter rechts crashen können? Okay, Runde 2. Sehr gut, das war erst Runde 1. Anderthalb Minuten ungefähr noch, um hier den Sieg zu holen. So. Oh, der Erste ist schon über alle Berge, aber der Bug könnte auch ihn treffen. Ohoho, und den zweiten, den kriegen wir hier. Vor allem diese Hubbel sind gemein. Da landen wir direkt in die Autos. In den Autos, verdammt. Da bin ich extra ein bisschen weiter nach rechts gefahren, damit ich nicht im Gegenverkehr lande. Ja, denkst du, da macht das Spiel einem einen Strich durch die Rechnung. Na, komm schon, den kriegen wir doch. Der kann nix. Na.
Oh, verdammte. Ey, die sieht man aber auch nicht. Die sieht man aber auch nicht, wenn die ankommen. Die Cockpit-Perspektive ist sogar noch unübersichtlicher. So vielleicht. Komm schon, noch eine halbe Minute. Wo kam der denn her? Sehr gut. Oh, schaut mal, schöner Motorblock. Na. Schöner Drift hier rum. Aber den zweiten Platz kriegen wir nicht mehr. Können auch nochmal mit Stil ins Ziel fahren. Yeah, man. Ja. Ah, verdammt. Ein bisschen enttäuschend. Mann. Ja, der Bug am Anfang, der hat uns das gesamte Rennen versaut. Und danach der Kackvogel, der da gecrashed ist und in dem wir danach gecrashed sind. Aber das war eher unser Fehler. Aber hey, wir sind Level 0 und haben mit den ganzen Level 20ern, 30ern mitgehalten, obwohl das unsere erste Runde in GTA 5 ist. Das erste Rennen, das ich hier fahre. Wow, sauber gedreht. So, mich würde es interessieren, was hat denn der Erste für ein Auto gehabt? Du bist Dritter. Mann, ist die Schrift subtil. Übelst fett. JP und $1690. Sehr schön. Und fast Stufe 2. Hey, sehr geil. Der hat mit der alten Mistkrücke gewonnen? Ist das euer Ernst? Ach, ja, es war zwar klar, dass der Erste ist, was ich eigentlich voll verpeilt hatte, aber... Echt jetzt? Ja, aber ich fand die Strecke eigentlich gut. Gefiel mir. Das gibt einen Daumen nach oben. Oh, und jetzt gibt's hier nochmal anderes. Rennen, Autorennen, Motorboot. Ja, doch, Motorbootrennen. Können wir nichts aussuchen? Okay, wahrscheinlich habe ich da irgendwie zu lange gewartet oder alle sind aus der Lobby raus oder irgendwas ist passiert. Der Himmel öffnet sich und schließt sich. Na, was ist denn jetzt? Hallo GTA. Na okay, hat wahrscheinlich den nächsten Modus geladen. Oder das wurde ausgewählt, wo ich als letztes drauf war. Und das wäre, glaube ich, ein Radrennen jetzt. Na, die Ladezeiten sind aber schon ein bisschen lang. Oh, das sind schon einige. Radio aus. Ah, wir haben Musik sowieso aus. Sehr gut. So, was haben wir für Fahrzeuge? Motorräder. Schön. Immerhin keine Dings. Ach, hier sieht man auch, wer mit Controller zockt und wer mit Maus und Tastatur spielt. Das wird in Deathmatches interessant, wenn ich jetzt gucke, gegen wen ich denn wie gut bestehe. Ob Maus und Tastatur, davon gehe ich aber aus, wirklich so viel besser sind. So. Ja, alles dieselben Fahrzeuge. Gibt es die Nummer 46? Das wäre Valentino Rossi. Hört man die anderen Spieler oder wie? Ey, die will ich nicht hören. Ich bin Modern Warfare 3 gekränkt, wo man die ganze Zeit irgendwelche... Ja, nichts gegen Franzosen, aber Franzosen hat. Ach, hier können wir Wetten platzieren. Schön. Na, ja, wir müssen noch nicht mal auf Bereit drücken. Maybatsu, saugut. Daihatsu und Maybach in einem und das in einem Motorrad. Und gesponsert von Sprite. Supergeil. Und wir starten von der Pole Position. Warum ist denn der so viel schneller als wir? Oh, jetzt sag nicht, dass eigene Motorräder erlaubt sind. Wow. So, aber wir kommen gut zurecht. Ja, ja, komm. Das ist hier nicht Road Rash, das ist GTA Online, Mann. Ja, obwohl, das ist kein Argument. GTA Online ist mindestens genauso gewalttätig. Oh, das war ich. Hallo, wir sind da. Bam, und vorbei. Ja, da seht ihr mal, was für ein Rennfahrertalent wir sind. Wer auf Rennspiele steht, kann übrigens auch meine Formel 1 Videos gucken. Auch super. Oh Mann, wo kommen die denn alle her? Na, zu weit. Oh, verdammt. Ich komme mit dem linken Stick aus Versehen immer auf die Hupe. Komm schon, schneller.
Oh Mann, und da sind wir auch schon Neunter. Da seht ihr wieder, was für ein Rennspieltalent wir sind. Oh, der heißt Deep Blue 2. Vielleicht nennt er sich nach der Strecke von F-Zero. Wenn ja, ist er cool. Wenn nicht, ja, keine Wertung über den. Aber wenn ja, dann ist er auf jeden Fall cool. F-Zero auf dem SNES. Wer hat's denn gezockt von euch? Super geil. Ey, habe ich wieder die Hupe betätigt? Es tut mir leid. Oh, komm schon. Jawohl, Rang erhöht. Rang 2. Komm jetzt vorbei. Nicht vorbei, du. Jawohl, wir sind Vierter. Wir haben uns wieder zurückgekämpft. Und wenn wir jetzt nicht zu weit aus dieser einen Kurve rauskommen, dann gewinnen wir eventuell sogar noch. Oder kommen in die Top 3. Nein. Sich ab. Sehr gut. Jetzt ohne zu bremsen. Vorbei. Und nein. Es geht weiter. Runde 3. Jawohl, wir können doch gewinnen. Nein. Knapp. Oh, sehr gut. Da führen wir einfach mal wieder. 15 Überholmanöver sehen wir links unten gerade. Ey, das ist doch ein Witz. Wie viel schneller sind deren Motorräder? Und guck mal, wie die in den Kurven verlieren. Das ist ein Witz, Mann. Mit dem eigenen Motorrad, was ich hochgezüchtet hätte, würde ich die sowas von fertig machen. Ich würde gerne mal mit dem Rennmotorrad im Sand fahren. Ja, komm, du bist ganz toll, weil du ein eigenes Motorrad hast. So, und trotzdem überholen wir ihn. Wow. Ah, oder er ist im Windschatten gefahren. Das kann natürlich auch sein. Ja. Yes. Erster Rennsieg. Bam. So macht man das. Wahnsinn. Hat der alte Hase euch nochmal gezeigt. Von Platz 9 auf 1 vorgefahren, hä? Start-Zielsieg mit Anlaufschwierigkeiten. Jawoll! Alle fertig gemacht. Die gesamte GTA Online-Mythologie wird neu geschrieben. Der große, große Dave ist back. Was macht er hier? Du bist Erster. Ja, so bin ich es gewohnt. Es ist übrigens echt so, dass man in Formel 1 2013 zum Beispiel irgendwann so schnell ist, dass man alle Autos vom letzten Platz noch überrunden kann, egal in welchem Auto fast. Super krass. Seitdem ist aber auch einiges an Zeit vergangen. Jawohl, F1 2014 habe ich nicht so gesuchtet. Jawohl, unsere schnellste Runde, schaut mal, die war über 2 Sekunden schneller als die von irgendjemand anderem. So, gefällt gut. Können wir die Lobby verlassen, denn ich möchte jetzt eigentlich... Nee, ich wollte hier nicht rein. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal ein Deathmatch-Spiel machen. Beenden. Ach, wir können hier Stimmen abgeben. Ah, das sind nur Rennen. Eigentlich ganz clever. Das ist ein bisschen so wie ein Killzone 2 gemacht, falls es einer von euch mal gespielt hat. Da ist es ja so gewesen, dass man verschiedene Spielmodi und so weiter und so fort in der Folge hatte. Also, ich nenne es mal jetzt am Beispiel von Battlefield 4, so, wenn ihr zum Beispiel im Conquest-Modus seid, dann wurde euch nicht nur eine neue Map vorgeschlagen, unter der ihr wählen könnt, sondern auch ein neuer Spielmodus. Beispielsweise dann Team Deathmatch oder einfach nur Deathmatch oder irgendwie sowas. War cool und das ist auch hier so, aber dann unter den verschiedenen Genres, also Rennen oder Deathmatch oder sonst was. Ja, ich freue mich. Sau gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute schon gewinnen, weil... In GTA war es eigentlich immer so, ich habe mich nie in die Fahrphysik reingearbeitet und immer war irgendjemand schneller als ich. Ich weiß, ich rede gerade ein bisschen viel über Rennen und so, aber die Ladezeiten sind halt irgendwie verdammt lang, verdammte Kacke, was soll man da machen? Jay Shepard hat das Spiel verlassen. So, und da sind wir endlich wieder. In der Einöde. So, Landrennen, Landrennen, Hindernis was, das wird Rennsport zum Vollkontakt, da wird Rennsport zum Vollkontaktsport. Blablabla, irgendwas schreiben die uns. Ach so, ja, die wollen uns einladen. Nach der Niederlage. Ja, so kennt man die, ne? Übrigens nicht wundern, wenn ihr bei der Map keine Geräusche hört. Ich habe irgendwie einen Bug, wodurch bei der Map so ganz schreckliche Hintergrundgeräusche kommen.
Deswegen silence ich das Video an diesen Stellen immer. Team Deathmatch. Job starten. Dann haben wir auch nochmal Team Deathmatch gesehen. Und hier wird ultimativ die Frage geklärt. Gamepad oder Maus und Tastatur? Ich weiß, die Maus und mit Maus und Tastatur kann man wesentlich besser zielen. Aber, ey, Teams... Ah, verdammt, wenn es mehr als zwei Teams gäbe, das gibt's auch wahrscheinlich dann, wenn es so eine Option überhaupt gibt. Das ist mal eine geile Idee, das habe ich mir auch immer wieder überlegt, warum muss man die ganze Zeit zwei Teams gegeneinander antreten lassen? Du kannst auch drei oder vier Teams nehmen. So, Zeitlimit 10 Minuten, Zielpunktzahl, sagen wir mal, ja, 25 Kills. Gamertags ein, Gesundheitsbalken ein, Waffen, feste und aufnehmbar. Ja, sagen wir mal feste und aufnehmbar. Feste Kamera, ist mir egal. Feste Waffe, können wir nicht bearbeiten, schade. Naja, bestätigen wir es mal. Und wir warten. Der erste ist schon da, Davirico. Hallo. Oh, Level 1. Ist auf jeden Fall, wie hier beim zweiten Punkt stand, Kanonenfutter. Hier. Sofasportler, Kanonenfutter, schwach. Das konnte ich mir alles irgendwie nicht auswählen, glaube ich. Kann ich mir mein Profil anschauen? Ach, ich habe auch Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten ausgewählt. Habe ich eigentlich nicht, aber sie wurden mir zugewiesen. Oder die Option besteht auf jeden Fall. Sofasportler, schwach, Amateurschütze, Trampel, Bruchpilot, Sonntagsfahrer, Normalo. Also mal ehrlich, ich habe das meiste in Fahren investiert und in... Ja, okay, Stärke war sowieso schon voll bei mir, da konnte ich nichts mehr investieren. Und ich bin trotzdem so... schlecht geratet. Na danke, Rockstar. Na, warum gehen jetzt alle wieder? Seid ihr bescheuert oder was? Ach, bei uns steht jetzt, dass wir mit Maus und Tastatur spielen, aber wir spielen ja mit Controller. Da werden die sich überraschen, wie schlecht wir ziehen können mit den Analogsticks. Ne? Zugang. Oh Gott, ich habe viel zu wenig GTA Online gespielt. Ich muss echt nochmal lernen, was diese ganzen Sachen heißen. Ja, damit ich die Wartezeit für euch ein bisschen angenehmer gestalte, werde ich jetzt einfach das Video schneiden und ihr werdet dann den Anfang des Deathmatch sehen. Bis gleich! Ja, und da sind wir am Start. Ja, Team Deathmatch mit insgesamt 4 Personen. Mehr hat nicht ganz geklappt. Ja, die Leute waren irgendwie alle... Naja, Gewinneraktion nehmen wir mal. Na, das klingt freundlich. Es sind irgendwie nicht mehr Spieler dazugekommen. Und wir haben eine Pistole in der Hand, mit der wir auch direkt ballern werden. Spielen wir das aus der Ego-Perspektive? Oder? Ja doch, da kann man, denke ich, schon mal präziser schießen. Na? So. Ach, man sieht die auch auf der Map. Huh! Unerwartet. Ah, hier kann man überall Waffen aufheben. Na, wo sind die denn? Ah. Ja, okay, die Waffe haben wir schon. Ah, da ist einer. Da unten. Da oben. Da unten. Komm schon. Ja. Bam. Rolle. Ihr kriegt mich nicht. Oh Mann, schöne Waffe, schöne Waffe. Sieht aus wie eine G36. Och, verdammte Scheiße. Mann. Hm. Ja, okay. Probieren wir es nochmal aus der Third Person. Vielleicht ist es so easy, ja. Warum steigst du hoch? Ich drücke auf Ducken. Du. Oh, da hinten. Da hinten. Oh, auf Entfernung macht die Waffe gar keinen Schaden. So, schnell zur Seite strafen. Huh. Ah, nee. So, das war die Rolle. Pistole aufgesammelt. Ja, die haben wir sowieso schon. No, please.
Wo ist denn der, unser Teamkollege? Meine Fresse jetzt. Ja, okay, der schießt von da. Schön. Stirb! Sehr schön, der erste Kill. Komm schon, der zweite. Solange der alleine ist, kriegen wir den fertig. Bam! Voll auf die Fresse. Lad nach. Lad nach, Kollege. So. Und hier das Medikit aufsammeln. Wo ist denn das? Hier war doch ein Medikit. Das Spiel trollt. Ach, da hinten. So, und oben auf der Brücke, da ist so eine fette G36 gewesen, oder wie? Ah, da ist einer. Unten. Aber was heißt denn das Medikamentensymbol? Bullenhide-Testosteron. Oh Mann. Ich find's immer nervig, wenn die Kamera so switcht. So, da war unsere Blutlache, wo wir gestorben sind. Ey, ihr nett an Dark Souls, ey. Wo man gestorben ist, eine Blutlache. Ah. Bam! Und damit geht's doch schon wesentlich easier. Okay, ich glaube, die spielen mit Maus und Tastatur. Damit hätten wir die Frage geklärt. Mit Tastatur und Maus schießt man nicht unbedingt besser. Aber man kann. Und die beiden nicht. So, hat uns nur einmal erwischt. Also, ich bitte euch, was setzen ihr uns hier für Amateure vor? Oh Mann, der Spawnpunkt ist gefährlich für den Kerl. Oh Mann. Komm. Nein! Du Sau! Ah, okay, links unten steht, wer die meisten Kills hat. Okay. Da stehen gar nicht die Gesamtkills des Teams. Wollte ich mich schon beschweren, weil ein der Kollege von mir hat auch einen Kill gehabt, aber der wurde irgendwie nicht gezählt oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall war da irgendwas. So, oh Mann, oh Mann, oh Mann, der hat uns erwischt. Wo schießt denn der her? Wo war der denn? Vor allem womit hat er uns erschossen? Ach, komm schon, Mann. Egal, sehr gut. Jetzt im Team. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Alter. Hier ist ein Medipack, falls du es brauchst. Oh, da oben. Da oben. Oder da unten. Schade, dass man Spielern nicht signalisieren kann. So, hier lang. Wäre cool gewesen, so ein Schnellmenü wie in Battlefield. Oh Mann, wie viele Headshots sollen wir dem noch geben? Mann, und von hinten. Feige Taktik, Mann. Erledige einen Gegner, wenn du nah am Tod bist. Herausforderung geschafft, 250 Erfahrungspunkte. Jawohl. Okay, ey, jetzt rächen wir uns aber. Erst gehen wir uns unsere gute G36-ähnliche Waffe schnappen. Schnell, hier ist die. Nein, die ist weg. Nein, und die schießen auf uns. Weg, 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 weg. Da ist er. Boah, Headshot. Und wir sind der beste Spieler, eindeutig. Wo ist denn der? Da ist doch noch einer. Hallo? Darf ich sie looten, während sie bluten? Tun wir einfach. Ey, wir kriegen Geld. Sau gut. Och, ey. Ihr habt es gesehen, ich habe ihm zweimal auf den Kopf geschossen. So, jetzt ist es raus. So. Mann, ey. Verdammte Kacke. Ah, da ist ein Messer. Wir brauchen ein Messer in GTA in einem Deathmatch. Oh nein. Kollege wird umgepustet. Dann pusten wir jetzt auch nochmal. So. In Deckung gegangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Aktuell liegen wir hinten. Jetzt müssen wir eigentlich was machen. Hä, treffen wir die von hier? Die treffen uns doch nicht von hier, oder? Ja, das ist halt der Vorteil an der Third-Person-Sicht, dass man sieht, wann man direkt auf den Gegner zielt, weil der Punkt rot wird.
Ah, da unten ist der. Der ist jetzt so gut wie mit keiner Deckung geschützt. Aber wir können nur noch ein bisschen ranzoomen. Und der nächste Kill. Sauber voll in die Eier geschossen und dadurch den nächsten Kill erzielt. 10 zu 11. Bist du wieder gestorben oder was? Gerade eben stand es 8 zu 10. Oh, oh, da ist der. Eine von denen. Der ist aber gut. Entdeckt. Och, komm, Alter. Wir holen hier die Kohlen aus dem Feuer und der... So, in Deckung gehen. Mein Name ist Sam Fisher. Ich habe Terroristen gejagt. Jetzt bin ich selber einer. Na. Strafen und... Oh Mann, 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 Mann. Dieser haben uns flankiert. Verdammt. Ah. Wir haben 5 Kills. Kann man sich irgendwo hier die Statistik aufrufen lassen, wie oft man gestorben ist? Oh, kugelsichere Weste. Brauchen wir. Nehmen wir. Sehr gut. Oh Gott, das gibt einem ja nur so 10% oder so. Das ist ja mal gutmütig. Ja, obwohl anders wäre es overpowered. Spaß muss ja auch sein. So. Oh Mann, der wird sich jetzt überraschen. Wenn wir mal eine ordentliche Position bekommen. Bam! Headshot! Wo kommt das denn jetzt her? Mann! Sensenmann, Witwenmacher. Alles Auszeichnungen, die wir bekommen haben. Wie viel geben uns die Health Packs? Okay, bis zur Hälfte des Lebens scheint es sich nochmal hochzuheilen. Jawohl, volles Leben. Ja, man muss halt vorsichtiger sein. Der Kollege mit uns stirbt hier die ganze Zeit. Messer aufgesammelt. Super. Ah, und da sind die schon wieder. Na, gehen wir mal hier wieder in Deckung. Der letzte Fight hier ist ja gut ausgegangen für uns. Ah, da sehen wir, der hat eine kugelsichere Weste an. Wo schießt denn der hin? Der ist schon wieder tot. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein Witz. Das ist fast schon wie in League of Legends. Man bekommt die größten Trottel ins Team. Ach, na verdammt. Verloren und wir waren nicht mal die wertvollsten Spieler. Was soll das denn? Wir waren doch saugut. Oder? Wie sieht es mit unserer KD aus? Naja. Gib ruhig an mit deiner Pose. So, wir haben 6 Kills haben wir erzielt und Kill-Tode 1,67. Wer kann es direkt im Kopf ausrechnen? 1,67. Das heißt 6 zu 4. Ja, 6 zu 4 müsste es sein, ja. So, ich fand's okay, ja. Achso, nee, Stimme abgeben. Nee, wollen wir nicht. Ja, das war mal ein kurzer Einblick in die Online-Modi von GTA Online. Es gibt aber noch sehr, sehr viel mehr. Wir sind bald auf Level 12 und dann können wir auch die Heists spielen. Bis dahin haben wir noch ein bisschen aber Zeit, wo wir uns noch unsere Autos aussuchen können, unsere Häuser. Wir haben ein bisschen Geld wieder verdient. Und ja, das wird cool. Also mir gefällt es jetzt schon. Und ja, nach der Neuinstallation sollte das Spiel auch ganz gut laufen. Wie gesagt, tretet der Crew bei, dann können wir auch gemeinsam zocken. Ich bin mir auch sicher, ihr werdet dann nicht in den Tod rennen, wie der Typ, der hier gerade mit mir gezockt hat. Tretet der Crew bei und dann terrorisieren wir das gesamte Online-Netzwerk von GTA mit unserer Awesomeness. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis denne.